Mit rund 900 Einsatzkräften rückte die Polizei am Vormittag in den Kiez um die Ohlauer Straße ein. Zahlreiche Schaulustige und Demonstranten hatten sich versammelt. Das ist ein Einsatz des Bezirksamts. Der Bezirk hat beschlossen, dass die Bewohner der Gerhard-Hauptmann-Schule hier ausziehen. Und jetzt sind Mitarbeiter vom Bezirksamt dort drin und sprechen mit den Bewohnern und erklären ihnen, in welche Unterkünfte sie gehen können. Die Polizei ist hier lediglich auf Anforderung des Bezirks zur Absicherung der Maßnahmen. Es kam zu Auseinandersetzungen, als etwa 40 Protestierer versuchten, die Absperrungen der Polizei zu durchbrechen. Nur bei freiwilliger Räumung am Dienstag wollte das Land eine neue Unterkunft bereitstellen, hieß es aus dem Senat. Es gibt ein Angebot der Senatsebene, konkret des Sozialsenators, an die Menschen, die sich in der Schule haben registrieren lassen. Nach Angaben des Bezirks sind das 221, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wir hoffen sehr, dass möglichst viele von denen freiwillig das Angebot annehmen. Am Nachmittag dann war die Schule geräumt. Die Flüchtlinge haben sie freiwillig verlassen und wurden in eine neue Unterkunft gebracht. Seit Dezember 2012 lebten die rund 200 Asylanten in der ehemaligen Schule unter schlechten hygienischen Bedingungen. Unter den Bewohnern kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Die Deutsche Polizeigewerkschaft begrüßt darum die Räumung der Schule. Sie sei letztlich auch Unterschlupf für Drogendealer und Kriminelle gewesen.